zu meiner täglichen Serie historische Ereignisse am heutigen Tag in einer Minute erklärt. Heute schauen wir zurück auf den 1. Oktober des Jahres 2017. An diesem Tag trat in Deutschland die Ehe für alle in Kraft und markierte einen bedeutenden Schritt im jahrzehntelangen Kampf um die Gleichstellung von homosexuellen Paaren. Mit der Änderung des Paragraphen 1353 Absatz 1 des BGB dürfen gleichgeschlechtliche Paare nun heiraten und sind rechtlich gleichgestellt mit heterosexuellen Paaren. Das Lebenspartnerschaftsgesetz von 2001 legte bereits einen wichtigen Grundstein, doch viele Rechte waren zuvor noch unerfüllt. Im ersten Jahr ließen sich über 10.000 Paare trauen. Ein großartiges Zeichen für Liebe und Gleichheit. Was denkt ihr über die Ehe für alle? Und was denkt ihr über die Möglichkeit, auch sein Geschlecht tatsächlich freiwillig zu ändern? Ich bin da doch tatsächlich etwas old-fashioned. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Und ich freue mich darauf, euch morgen wieder zu einem neuen Historischen Ereignis zu begrüßen.